So, diesmal habe ich mir ein LED Strip Light geholt, 16 Meter von Solmor oder wie das heißt. So sieht das auf jeden Fall aus. Ist, denke ich mal, eine chinesische Marke. Shenzhen, ja, ist eine chinesische Marke. Ist egal, ich wollte unbedingt eins haben, was sich halt auch mit Fernbedienung ist und was man gleichzeitig auch noch mit einer App ansteuern kann. So, machen wir mal ein kleines Unboxing davon, gucken wir uns das mal an. So. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Verbindungskabel, die Fernbedienung. Dann haben wir hier die erste LED-Strip, zweite, dritte, vierte, je 4 Meter. Dann haben wir hier den räudigsten, Alter, A10, ohne Scheiß, den kann ich nicht benutzen. Also, nee. Indoor Use Only, ja, schön, schön, Use Only. Aber dieses Ding ist einfach so leicht, da ist gar nichts drin. Und da ist, ich habe jetzt kein anderes zur Hand, aber da ist mein BB Speedloader schwerer als dieses Teil. Dieses Teil ist ohne Witz so billig. Da werde ich, denke ich, mal eins von meinen eigenen nehmen. Output 12 Volt, 5 Ampere Stunden. Das ist jetzt ja nicht so mega. Ja, da werde ich eins von meinen eigenen nehmen, weil das ist mir einfach zu räudig von der Qualität her. So, dann hätten wir hier die LED-Strips. Da werden wir jetzt einfach mal in einen reingucken. Ich werde direkt natürlich auch das Teil anwerfen und die ersten 4 Meter haben wir hier. Aus welchem wahnwitzigen Grund die auch immer alle einzeln verpackt sind, ich weiß es nicht. Ja, so sehen die auf jeden Fall aus. Jetzt gucken wir doch glatt mal in die User Manual rein, wo unsere wundervolle Fernbedienung, Anweisung, Verbindung des Produktes, Lösung für allgemeine Störungen, Achtung. Das war's auch schon. Jetzt ist natürlich die Frage, hier steht einfach mal nix, mit welcher App man das verbinden soll. Das finde ich nicht cool, so. Parameter des Produkts. Achtung, Lösung für allgemeine Störungen. Ja, das hilft einem aber nicht weiter. Das ist uncool. Steht alle möglichen Sprachen, Italienisch, Spanisch, was auch immer. So, steht hier vielleicht irgendwas drauf. Okay. Ah, hier haben wir das wundervolle Programm. Hier ist ein Barcode, sage ich schon. Gut, dann reden wir das gleich mal. Gucken wir mal hier rein. Okay, dann installieren wir das erstmal. So, in der Zwischenzeit habe ich auch schon mal dieses räudige Gerät angeschlossen. Wie gesagt, ich würde euch nicht empfehlen, das zu benutzen, weil es wirklich von der Qualität her abgrundtief schlecht ist. Keine Ahnung, was die Versicherung dazu sagt, wenn eure Wohnung dann abbrennt. So, jetzt habe ich den Barcode-Scanner erstmal runtergeladen. Hat ein bisschen gedauert, weil, jetzt wird es geladen. Hier ist heute irgendwie ist alles langsam. Jetzt scannen wir das. Gucken, was für eine geile. Alter. Zulassen. Download. AppGlobalMarket.com. Oh, wollen wir uns das runterladen? Damn it, wir müssen es uns runterladen. Geht nicht anders. Android. Google Play. Mal gucken, ob es bei Google Play das gibt. Happy Lightning. Okay. Oh Gott. Wollen wir uns das installieren? Ach, scheiß drauf. Wir installieren uns das einfach. So, okay. Ich will mich aber nicht anmelden. Ich werde mal gucken, ob es Happy Lightning auch im Store gibt. So. Happy Lightning. Ich weiß nicht, ist es das Richtige? Ja, es gibt es auch im Store von QHTech. Installieren. So, in der Zwischenzeit können wir ja auch schon mal. Was soll das? Ach, er hat irgendeinen Trash gepostet. In der Zwischenzeit können wir ja auch schon mal das Ding hier anschließen. Aha. Okay, da kann man es
ist zum Verlängern. So, wir werden jetzt einfach mal dieses hier nehmen. Okay, so, bitte. Oh, es leuchtet. Oh, es leuchtet schon. Nice, aber ich möchte trotzdem jetzt noch mein wundervolles Happy Lightning haben. Wie man sehen kann, ist mein Internet heute abgrundtief langsam. Abgrundtief. So, also die sind von der Qualität her okay. Gut, der ganze Aufkleber hat sich jetzt schon gelöst. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt können wir hier, können ja hier in der Zwischenzeit ein bisschen rumspielen. Oder auch nicht. Wir müssen vielleicht auch noch die Batterie freischalten. So, jetzt können wir auf grün schalten. Vielleicht, nö, können wir nicht. Hallo. Okay. Wir können hier gar nichts schalten. Am Arsch. Geile. Geile Dings hier, die so richtig geil nicht funktioniert. Alter, damit. Okay, sie jetzt funktioniert sie. Jetzt können wir hier, können wir ein bisschen auf grün. Nö, können wir nicht auf grün. Können wir auf grün? Nö, können wir nicht. Okay. Rot funktioniert. Grün funktioniert. Okay, man muss halt ein paar Mal drücken. Rot sieht nice aus. Okay. Wie sieht es mit anderen Farben aus? Lila. Lila sieht aber nicht nach lila aus. Flash. Okay. Yellow. Okay. Gut, Happy Lightning hat schon 63% geladen. Okay, also ich kann immer noch sagen, das Netzteil ist das einzige Manko da, weil das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. So. Jetzt würde ich gerne 73% Happy Lightning. Ich weiß nicht, was heute los ist mit meinem Internet. Es sind gerade mal 31 Megabyte. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon 3 Minuten dauert das. So. Dann gucken wir mal. 79%, 81%. Komm schon, Baby. Also von der Verarbeitung her habe ich auf jeden Fall schon schlechtere LED-Strips gesehen. Das muss man sagen. Aber ja, eigentlich habe ich mir die auch nur gekauft, weil sie Bluetooth sind. Ich habe noch welche am Start. So, 92%, gleich kann es weitergehen. Aber ich baue mir gerade meinen Bus auf, wo ich drin wohnen will, und deswegen brauche ich komplett mit Bluetooth. Dann will ich so ein bisschen smart machen. So, Lightning, Happy Lightning, wird immer von Huawei, sage ich schon. Wird immer gescannt, I agree, na klar, natürlich. Connect, disconnect, okay. Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt würde ich gerne connecten. Connect hier. Nein. Schwanz. Ich hätte mir vielleicht mal... ich bin connected. Ich kann nur nicht disconnecten. Dieser Schalter hier oben ist... Oh doch, jetzt geht's. Okay, geil. Ja, jetzt können wir hier oder hier... Ich hoffe, man kann sehen. Ich mach mal das. So. Können wir hier am Licht rumspielen. RGB. Dann nachher Musik. Ah, okay. Rhythmus. Nice. Ja, ich werde euch da die Teile mal, wenn sie dann irgendwann mal blau, rot, grün,
Wenn sie dann irgendwann mal installiert sind, werde ich sie euch natürlich auch noch präsentieren. Man kann sie auch heller und dunkler machen. Was kann man noch? Timing kann man, Modus kann man einstellen. Was für einen Modus kann man auch immer? Regenbogen-Springänderung. Pulsierendes Regenbogen. Ich will pulsierendes Regenbogen haben. Muss man mit Doppelklick, glaube ich. Nö. Okay, das funktioniert. Oh, ein bisschen. Ah, okay. Okay, immer mit hoch und runter bewegen. Weißer Blitz. Da kann man auch noch die Geschwindigkeit vom weißen Blitz einstellen. Lila Blitz. Cyanblitz. Gelber Blitz. Blauer Blitz. Aber das wollen wir ja nicht. Regenbogen springen. Nein, wir machen ganz normal. Okay, nicey. Ich werde euch das Teil verlinken. Gab es für ein Apple und ein Ei, glaube ich, gerade im Prime Day, aber kostet auch so nicht sonderlich viel. Lasst mir einen Kommentar da. Bis denn dann. Ciao.